damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Persona 3 Reload. Ich bin es, euer MC Mafix. Puh! Und was ist denn bitte beim letzten Mal passiert? Nachdem wir es geschafft haben und den letzten hohen Schatten bezwungen haben, sollte eigentlich unser Abenteuer hier beendet sein. Die Darkauer als auch Tartarus sollten verschwinden und unser hier besonderes Leben sollte hier wieder in den Normalzustand wechseln. Doch es kam alles anders. Ein Glockenläuten hat uns hier erneut zu Tartarus geführt. Aegis wurde hier vom Studienleiter hier Ikuzu hier befehligt, uns hier gefangen genommen worden. Also, und sein Ziel war, den wahren Tod hier zu beschwören. Ein Reset für die Menschheit. Und niemand wurde resettet. Und zwar Mitsuros Vater, der hier neben uns hier verstorben ist. Ikuzu ebenfalls ist hier verstorben und sein Plan, der Gott über diese neue Welt zu werden, ist gescheitert, da Aegis sich hier entschlossen hat, uns doch zu unterstützen. Doch trotzdem, glaube ich, war es das lange noch nicht von Tartarus und der Darkauer. How did it come to this? Kutsuki-san. Father. 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 My father once made a promise. He swore he would atone for putting our generation in danger, even if it cost him his life. But I wanted him to live. I became a Persona user so I could protect him. Actually, like they cleared out the chairman's room. Well, no surprise there. Aegis isn't here either. I just can't believe all this. It's in the papers, too. Kirijo Group CEO dies suddenly. They're blaming it on an illness, though. Yeah, it's never the truth. Nope. Kirijo Senpai's not here, huh? She's an only child, so there's a lot to be settled. Like the funeral and the family business. She'll probably have her hands full for at least a week. That sounds rough. I hope she'll be okay. So, what are we supposed to do now? What all happened to Chidori? No word yet. They're probably too busy to be thinking about that. In fact, the entire Kirijo group must be in a state of panic. I hope Aegis is okay. Yeah. Man. I want to hear what they have to say, but they haven't made a peep. Am I supposed to just wait for them to get their act together? Mitsuru is meeting with the company execs. Might explain the delay. Yeah. But still, what are we going to do? We have no idea how to get rid of the Darkauer. We don't even know who to fight now. He kept saying stuff about the fall. What would have happened if we were sacrificed? So many unanswered questions. Yeah. But standing around here isn't gonna solve anything, right? True. But there is one thing we know. Tartarus is still around and shadows are swarming the place. We should train so we're ready for whatever we might be up against. Right. All right, that's it for tonight.
Try to get some rest, even if you can't sleep. Okay. Roger that. Oh, right! Yukari-chan! Hmm? What's this? A disc? There were traces of a video on the chairman's PC. A lot was deleted, but I was able to restore some of it. And, well, I think it's something you need to see. Thanks, Fuka. I'll be sure to watch this later. Mm-hmm. Just don't forget. So it's just a normal DVD? All right, let's see what's on here. Oh, there we go. I can only hope that this recording reaches someone with a conscience. Isn't this that video? My employer has become obsessed with a loathsome idea. This experiment should never have been conceived. That's why I had to do something to put a stop to it. However, in doing so, I released a number of shadows that are certain to torment future generations. But I didn't have a choice. If I didn't do this, it could have destroyed the entire world. Please, you need to listen very carefully. Whatever you do, it is imperative that you do not hunt the shadows that have dispersed. Uh-huh. This part's... I wasn't able to do anything to stop this madness. He won't listen to a word I say. He's been seduced by the devil's temptations. Those monsters will try to reunite and become one again. If they succeed, then we're all doomed. I'll say it once more. Do not go after the shadows that were released! This is the original video. The real one, before Akutsuki went and tampered with it. Dad was trying to put a stop to the experiment. There's not much hope for me now. I have just one request. Whoever finds this, please give my daughter Yukari this message. I know I promised I'd be home soon, and I'm sorry to break that promise. But I want you to know, as your father, I was never happier in my life than when I was with you. This really is my dad. I love you, Yukari. Please, take care of yourself. Dad? Dad? I know one thing for sure now. I was right to believe in you. I'm doing okay. It took a while, but I finally got your message. For what I believe in. That's what you would have wanted. Right, Dad? Es wird sekündlich düsterer, Leute. Umso länger wir spielen, umso schlimmer wird das Spiel. Ich dachte, wir machen irgendwann mal, dass das was besser wird, Leute. Irgendwie nicht. Irgendwie, ich sage, irgendwas haben wir definitiv falsch gemacht. Ja. Keine Ahnung, Mann. Dumpel! Ich kann nicht glauben, dass wir diesen Penny kurz hier so respektiert haben. Alter, ich bin stinksauer. Das hätte ich echt gern. Einen Gedächtnis auslöschen. Ich werde nie wieder einem Erwachsenen vertrauen. Und das wird der Beginn von Persona 5. Ja. Furchtbar. Und wie gesagt, dass Mitsuru jetzt hier als nicht nur hier über den Tod ihres Vaters trauen muss, sondern ein riesiges Unternehmen führen muss, ist natürlich hier direkt das nächste traumatische Ding. Also es läuft nicht unbedingt gut. Naja, wir können jetzt auch nicht zu viel machen. Glückwunsch, du wurdest zum Muskelsurgeon befördert. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie ich meine Muskeln einsetzen kann. Ich habe den Eindruck, jetzt über mehr Konditionen zu verfügen. Maximal TP, wenn man sie hört. Ja gut, das ist doch immer etwas. So. Und das bedrückt uns auch, liebe Leute. Und direkt das nächste. Ich bin mir sicher, jetzt kommt unser kleiner Freund hier erstmal wieder und begrüßt uns. Oder? Oh, noch schlimmer. Welcome.
I'm sure you are aware. You are currently in a dream. Now then, there has been a change in you recently. Have you noticed? I do not speak of your change in circumstances. I refer to the change in your mentality. That is why I have summoned you here tonight. Going forward, there is one thing you mustn't forget. You do recognize it. I can see that. Shall I remind you of your commitment? I choose this fate of mine own free will. There is no need to worry. No matter which path you choose, I shall respect your decision. However, you alone must bear the responsibility for your actions, no matter what sort of end they may bring about. Please do keep that in mind. Well then, I bid you farewell. Yo, Chiori. Sorry about not being able to visit lately. A lot's been going on. Hey, what's wrong? So, you heard about Takai and Jin, huh? I was planning on telling you. I get that they were your friends, but we had to fight them. Is that not it? I was right. This fear. This pain. Junpei, in 2 years, what will you be doing? In 2 years? I don't know. I haven't really thought about it. Why do you ask? Oh, almost forgot to mention. I noticed you stopped. You know, hurting yourself. Huh? Oh. I guess. That's good. I mean, you have such beautiful hands. Don't touch me! I'm sorry. I didn't mean to... This is... too painful. It used to be fun when you came to visit. But now... it's different. Huh? It hurts... inside. I can't breathe. I can't take this anymore. What do you mean? I don't understand. Did I do something wrong? Tell me what it is. Junpei, don't come here anymore. Chidori. But why? Ärger im Paradies, so wie es sich anhört. Und ist für heute vorbei. Ja, und ich bin auch fix und foxy. Ich habe auch keine Lust mehr. Nee, ich bleibe jetzt hier und konzentriere mich jetzt auf die Schule. Ihr könnt es mir alle gerne. Ihr macht es mich alle so hart fertig mit eurem Schmarrn da. Kümmern wir uns um die wichtigen Sachen. Was haben wir so Aufträge? Oh, ich könnte einen Auftrag abschließen. Mikuzi Munitsche. Habe ich das nicht letztens gekauft? Bringe Elisabeth ein wahres Ei. Oh, so heißt wie sie. Was willst du denn alles von mir? Okay, gut. Und sie hat schon wieder 10.000 neue Aufträge. Hätte sie auch nebenbei. Gehen wir erstmal zu Elisabeth. So. Ich muss mir jetzt ablenken, Mann. Ey, ganz ernsthaft, Mann. Das ist so furchtbar, weil wir waren jetzt das ganze Spiel, hatten wir unseren Plan und wir wissen halt jetzt mehr oder weniger gar nichts, was wir machen sollen. Wir können halt einfach wirklich nur aus Beste hoffen. Also, wegen der Aufträge. So. Kriegst Zwillig-Fragmente. Was haben wir hier? Ich möchte Odensaft probieren. Selbst Dosenfanatiker kriegen nur selten was zu fassen. Okay. Findest du hier jemand beim Kaki-Baum? Bringe diese Bedeskommenschein einen Fellfreund. Okay. Bring mir eine Goldmedaille. Besonders mit Sturmhieb. Und das alte Dokument 8. Oh, auf gut Deutsch, neue Tataros-Ebene wird freigeschaltet. Dankeschön. Kaki-Baum, warte mal, das weiß ich. Das ist easy. Theoretisch ist es easy.
Der Baum. Bunkichis Baum hier. Kann sein. Selbst wenn ich den Bus nehme, kostet das etwa 10.000 Yen. Ah, wie viele Getränke bekäme ich für 10.000 Yen? Ja, was gibt's? Zusammen ist auch Getränke, hm? Aber dann sind alle ganz normal. Das Getränk aus Kansai ist so selten und grandios, dass jeder einen Schluck Kan abhaben will. Sie ist anscheinend nicht an den Getränken interessiert, die man hier kaufen kann. Oder doch nicht. Schade. Was liegt da? Oh, ein Zwillingfragment. Sehr schön. Habe immer noch nicht alle eingesammelt. Hä? Okay. Sie reden über Kaki, sie reden über Getränke, aber irgendwie kommen wir nicht weiter. Na gut, okay, war jetzt meine Vermutung. Ist ja wurscht. Was machen wir? Bebe. Können wir machen. Maybe cheap. But I will work out to make a beautiful kimono and save my future. When my uncle sees this, I know he'll agree with me about how great Nihon is. Which means I must work even harder. I made so much progress today. And I could not have done it without your help. Merci. Arigato. Thank you. Are so very tired. I must have overworked them, but no matter what's the cost, I will finish this kimono. For my future, for Nihon, I cannot give up now. Keine Musik mehr. Keiner, der mir das. Ja, neue Tartarus. Deprimier mich halt noch mehr. Jetzt heißt es noch mehr Arbeit, Mann. Ich möchte nicht in Tartarus. Mir wurde versprochen, dass ich es geschafft habe. Jetzt ist wohl noch eine Weile weg. Hoffentlich geht es hier gut, aber diesmal bin ich mir nicht so sicher. Verständlich. Aragaki tot, ihr Vater tot, alle tot. Und ich setze mich nur am PC und kann nur noch zocken, liebe Leute, und auf irgendwelche Internetseiten gehen. Bootcamp für den Verstand. Kriegt der SP dann dazu? Das wäre natürlich noch cooler. So, immer noch etwas Positives in dieser grausigen Welt. Es gibt ja auch niemanden, den wir fragen können. Aber ey Leute, Aegis, es ist eigentlich die einzige Spur, die wir haben. Ich weiß gar nicht, wieso noch keiner mit Aegis irgendwie hier sich versucht hat zu unterhalten, weil ich meine, die muss ja definitiv etwas über diese ganzen Ereignisse wissen. Also sollte sie, hoffe ich. Ich höre Leute reden. Oh Mann, bei meiner Nachhilfe gab es auch einen Apathie-Syndrom-Fall. You know what? Angeblich passiert es hier auch. Nicht nur hier, es sind andere Städte betroffen. Was wird nur aus diesem Land? What? Komm schon, sagst du nicht so was gruselige Sachen. Es findet bestimmt immer eine Lösung. Fraglich. Fraglich, 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 leider. Der ist gerade geläutet. Ändert sich das nicht besonders, wenn der dumm Schwafler hier ist. Ich sage ja, der Typ. Kotzigste ever. So, passt. Und der Unterricht ist für heute vorbei. Aegis, hallo? Du stehst doch da! Aus irgendeinem Grund konnte ich mich heute im Unterricht nicht konzentrieren. Für mich ist das untypisch. Ich konzentriere mich sonst immer nur auf den Auftrag. Okay, keiner will mit dir reden. Oh!
Hat Junpei eine Linked-Episode? Ah, oh, du bist es. Hey, hast du mal meine Nachricht gesehen? Wollen wir was essen gehen? Gerne! Hey, mind if I pop in there real quick? Welcome. What kind of flowers are you looking for today? Oh, they're for a girl who's in the hospital right now. Yeah, well flowers, are they? In that case, how about these ones here? Let's see. All right, one of those. White flowers? Are you sure about that? Huh? What? Is that bad? Well, she likes the color white, so I figured... I'm sure it will be fine, as long as you have a reason. Okay, let me wrap it up for you. On second thought, I think I'll pass. Sorry for the trouble. Well, sorry for the pointless detour. It's just... Look, I don't really get it myself. Wanna go sit somewhere for a bit? I don't feel like standing around and talking. So, the girl I'm visiting, I think I made her upset. I wanna tell her I'm sorry, but I don't even know what I did wrong. She told me not to come around anymore. So what am I supposed to do? What you do if you're in my shoes? Oh yeah, I'm sure you would be able to pull it off that way, but it feels like I'm trapped in some kind of loop, you know? No matter how motivated I get, it's getting me nowhere. Been that way since I played baseball. Those hero moments where if I could just hit the ball, man, I get so amped. Except I never once got to be the hero. Never it was clutch time. Voice struck out, and I guess nothing's different now. Thanks. Whew. Feels like I got a huge weight off my shoulders. Didn't think the day would come when I'd be talking to you about my problems, man. But I guess it's not really a secret that I got problems, huh? And besides, I kinda hate to admit it, but the answer you give is probably the right one. Ugh, crap, I'm losing my edge. I need something to get back in the groove. Let's get Katsudana with Katsu to wake us up. Oh, wait, do they even have Katsu down there? Your dog around this time. I'm just out for a light run. Felt like I needed a little more after club practice. Ugh, it's kind of chilly just standing around. Wanna do some stair laps over there? What? Oh, welcome back. You've got some pretty good form there. I should get back to my run. I'll see you later. Liebe Leute, es ist Sonntag und das ist der einzige Tag, wo wir uns entspannen können. Leute, müssen wir mal schauen, ob wir Junpei hier ein paar Rosen kaufen können, wenn er es schon nicht macht? Wäre eigentlich mal eine Option, oder? Können wir mal schauen. Mich ärgert, dass wir es bei Akiko schon nicht hier richtig hinbekommen haben.
Genau. Mit den Pflanzen. Ich sag euch, da steht doch was. Also komm, schauen wir mal. Ein Lied, Tanaka. Ja, Leute, es ist mir wurscht. Ich würde Tanaka alles verkaufen. Abkaufen. Es ist mir wurscht, was er wert. Ich kauf's einfach. Einfach, was mein Gott Tanaka ist. So. Pot Island Station. Zip. Zum Glück haben alle Geschäfte am Sonntag offen. Und dann schauen wir mal hier rein. Weiße Blume. Kann ich noch einmal kaufen. Schade. Ich weiß immer noch nicht, für was ich die anderen Geschenke eigentlich alle habe. So, die wird sich denken, das ist doch der Typ, der mit diesem strange Typ gestern da war, gell? So, was haben wir da? Da liegt ein Groggy-Typ da unten. So kenne ich meine Groggy-Typen. Dr. Salt, Moonke, brauchen wir alles. Ah, ist dasselbe, schade. Okay, haben wir zumindest die Blumen gekauft und ich denke, die werden wir dann Jumper irgendwann geben. Doch, nimm mal heute, denn wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Persona 3 Reload. Wir werden dann noch ein bisschen schauen, dass man hier in unseren Esslings arbeitet. Und dann möglicherweise mal wieder ins Tartarus gehen, denn so oder so am Ende sind die einzigen Spuren, die wir immer hier bekommen, im Tartarus natürlich selbst. Also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.